Fragen wir Christine Becker in unserem Hauptstadtstudio. Wie wird denn das in Berlin interpretiert? Gestern waren ja die offiziellen politischen Entscheidungsträger hier in Berlin noch so ein bisschen zurückhaltend. Da gab es ja schon die erste Ankündigung, dass es sehr viel weniger Gas aus Russland geben soll. Heute hat sich das geändert. Bundeswirtschaftsminister Habeck, der hat sehr deutlich gesagt, dass er die Begründungen da aus Russland für vorgeschoben hält und naja, letztlich politisch motiviert ist, gehe darum zu verunsichern und die Preise hochzutreiben. Und auch die Bundesnetzagentur, die sagt, sie versteht nicht so ganz, wie diese angeblichen Wartungsarbeiten mit so großen Lieferrückgängen zusammenpassen und dass auch eine mögliche Reise des Kanzlers in die Ukraine da eine Rolle spielt. Also, dass Russland möglicherweise ein unfreundliches Signal senden will mit diesen Gasdrosselungen, das hält man im politischen Berlin für nicht unwahrscheinlich. Und was hören Sie aus dem Wirtschaftsministerium, wenn wir ab morgen tatsächlich 60% weniger Gas durch die Pipeline geliefert bekommen? Inwieweit bedroht das unsere Energieversorgung? Die Gasversorgung ist stabil, die Versorgungssicherheit ist derzeit gewährleistet. Das ist die Ansage der Bundesnetzagentur und auch die Botschaft aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Also da muss, so zumindest die offiziellen Stellen, jetzt keiner einen Totalausfall aktuell befürchten. Das hängt damit zusammen, dass wir jetzt im Sommer nicht ganz so viel Gas brauchen, dass auch die Gasspeicher ja immerhin zu mehr als der Hälfte gefüllt sind und dass die Unternehmen am Gasmarkt auch noch bei anderen Anbietern einkaufen können als nur bei Russland. Allerdings, also die Preise, die steigen momentan ja doch sehr rapide von Tag zu Tag. Und wie sich das Ganze jetzt in den nächsten Monaten auch gerade mit Blick auf den Winter entwickeln wird, das kann im Moment tatsächlich keiner sagen. Danke für die Einschätzung aus Berlin, Christine Becker.